Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Heute am 18.02. um 19.46 Uhr. Ja, ich habe keine Parts mehr und deswegen habe ich gedacht, nehme ich heute nochmal kurz auf. Und ja, ich weiß mittlerweile auch, wie es weitergeht. Ja, ich war, ja doch, blind, kann man sagen. Weil, das, was ich vermutet hatte, ist auch in die Tat umgesetzt worden. Scheiße. Ich hab verkackt. Ja, genau, ne, weil das ist schon das Erste. Ihr habt mir nämlich einen Kommentar geschrieben von wegen, ja, Dennis, ist doch ein abgeschlossener Bereich, natürlich ist da keine Strömung. Ist gelogen, ich habe gerade bewiesen, dass es kein abgeschlossener Bereich ist. Das führt nämlich genau zum Wasserfall, natürlich ist da eine Strömung. Aber ist ja egal. Natürlich, das war Absicht, ich wollte es eigentlich nur beweisen. Hust, hust. Nein, ich habe jetzt hier neben mir nämlich auch das Lösungsbuch. Ist das das offizielle Lösungsbuch? Ja, von Eidos und Chor. Mit ganz, ganz vielen Bildern. Also es ist eigentlich ein ziemlich geiles Lösungsbuch, muss ich sagen. Also wenn es wirklich darum geht, durchzukommen, sind auch alle Secrets drin und so ein Gedöns, ne? Und eine gute Beschreibung für Sachen. Und ein Test. Ja, Select und R1. Wie ihr mir auch mitgeteilt habt, so ist der Shortcut für eine Fackel. Aber die will ich jetzt gar nicht mehr haben. So, zack. Wir gehen nämlich erstmal hier hin. Irgendwo habe ich auch ein Geheimnis entdeckt, fällt mir gerade ein, letztes Mal, ne? Was ich, glaube ich, jetzt noch nicht geholt habe. Genau, da müssen wir wieder in die Haupthalle zurück. Jetzt, glaube ich, weiß ich auch wieder, wo das war. Aber erstmal das machen, was wir schon mal eigentlich gemacht haben. Kann ich euch nämlich auch gleich zeigen, was ich übersehen habe. Da bin ich auch tausendmal dran vorbeigeschwommen. Also, aber ich hätte mich einfach einmal umdrehen müssen. Dann hätte ich es auch gesehen. Aber gut. Man kann nicht alles haben, ne? So. Machen wir erstmal dich fertig. Da schnappen wir gleich erstmal ein bisschen Luft. Dankeschön. Und flupp. Ne, nur für den Fall der Fälle. Ich werde jetzt heute dann keine allzu lange Aufnahme machen. Also ich würde schon gerne das Level hier jetzt mal schaffen. Irgendwann doch mal. und dann vielleicht auch schon aufhören, je nachdem, wie lange ich jetzt brauche. So, und zwar der Schalter ist nämlich... Wo ist er? Da! Da ist nämlich nochmal eine kleine Aussparung. Und ah, siehe da. Habe ich nicht gesehen. Natürlich, wenn ich runterschwimme, sehe ich das nicht. Klar, ne? Weil es halt so eingelassen ist. Und als ich jetzt zurückgeschwommen bin, habe ich es natürlich auch nicht gesehen, weil mir dann die Wand nämlich im Rücken hing. Und ja, also ich finde, es ist nachvollziehbar, dass ich den Schalter nicht gesehen habe. Vor allem, wenn man es halt auch nicht kennt, ne? Aber gut, vielleicht lerne ich ja. Und jetzt müsste eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, das Gitter nämlich oben offen sein. Und schau mal einer, guck. So. Von hier oben. Also bis hierhin habe ich das auch schon offscreen nochmal gespielt. Ob es auch wirklich so ist, wo ich denke, dass ich das nämlich nicht getan habe. Ob ich den Schalter wirklich finde. Genau, da vorne ist ein Knöpfchen. Oder ein Hebel oder was auch immer. So, und jetzt? Vielleicht habt ihr erkannt, wo das war. So, können wir eigentlich hier wieder direkt runterdüsen. Hui! Und flutscht. Jetzt können wir nämlich ganz gediegen wieder zurückgehen. So. Nur erstmal die Frage, wie kommen wir überhaupt wieder zurück? Jetzt sieht man auch, der Bereich hier ist auch durchflutet. Das war vorher auch nicht der Fall. Und trotzdem muss ich nochmal kurz überlegen, wo muss ich hin? Ich weiß es nicht mehr so genau. Shit. Ich habe das Level jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Gebe ich zu. So, aber ich glaube, ja, irgendwo hier war nicht das, wo ich hin wollte. Fuck, wo war's denn? Auf jeden Fall nicht ins Wasserfall, das ist wichtig. Ich glaube, es war hier, ne? Auch nicht! Okay. Oder kommen wir nur von einer Seite runter? Oh Gott. Oh Gott. Ich möchte nur nicht ins Wasser fallen, bitte nicht. Okay. Danke. So, gucken wir mal. Hier so, da so, hier rum. Ach, hier am schwarzen Wald, genau. Am dunklen Bereich. So, zack. So einfach kann es gehen. Gehen wir vorsichtig runter. So, gut. Okay, dann können wir uns jetzt eigentlich erstmal das Geheimnis sammeln. Was, ich meine, am Anfang... Ach, guck mal, die Mühle ist jetzt hier am Gehen. Auch nicht schlecht. Wahrscheinlich sorgt das auch dafür, dass gerade der Aufzug runtergegangen ist. Genau, und ich glaube, da müssen wir einfach nur runterkrabbeln. Meine Nase ist etwas zu. Es tut mir leid. Deswegen vielleicht ein bisschen nasal, meine Stimme heute. Aber kein Problem. Ist das ein Gegner gewesen, der das Geräusch gemacht hat? Ja, ne? So, und... Ja, war's. Okay.
So, okay. Nehmen wir dich natürlich mit. Was auch immer alles da drin liegen mag. So, weiter nach oben geht's, glaube ich, nicht. Genau. Eigentlich. Wollte gerade sagen, das ist so tief. So hoch. Nein, so tief, war doch schon richtig. Dass er eigentlich keinen Schaden nehmen sollte. Gut. So, dann als nächstes. Können wir hier nach lalala links in den Bereich rein? Nein, es kann nicht losgehen. Ja, welche Sendung? Ihr wisst es doch. Ihr wisst doch sowas immer. So, jetzt ist das Gerät nämlich oben. Glaube ich, ne? War das so? Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass ein Spacko kommt. Okay. Spacko nicht mehr existent. Und trotzdem einmal kurz überlegen. Ich glaube, ich muss da oben drauf, ne? Scheiße. Ja. Wie kam ich denn da nochmal? Hallo? Oh, jetzt sehe ich schon wieder fest. Ah, guck mal, von der Seite ist es offen. Auch nicht schlecht. So. Boah, Kamera, mach doch mal irgendwas. Okay, hier haben wir auf jeden Fall einmal den Schlüssel. Oder was auch immer das ist. Und ich meine, da lag noch irgendwas. Ich meine, mich am Lösungsbuch erinnern zu können, dass da zwei Sachen lagen. Ich glaube, einmal Fackeln. Aber gut, vielleicht täusche ich mich auch. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich die auch schon. Wow, wow, wow. Mach keinen Scheiß. So. Was haben wir überhaupt gefunden? Falsche Seite. Einen Zündschlüssel. Aha, aha, aha. Wer hätte es gedacht? Das heißt, eigentlich könnten wir jetzt wieder ganz gediegen zurück. Jetzt weiß ich nur nicht, finden wir eine Möglichkeit? Ich glaube nämlich nicht. Finden wir eine Möglichkeit, ohne dass wir jetzt irgendwie den ganzen Scheiß kompletten Weg gehen müssen? Also sprich, okay, diese Möglichkeit ist jetzt erstmal weg. Ach komm. Wir machen es einfach. Oh, nice. Okay. Wahrscheinlich ist das auch einfach der, einfach genau der Grund. Hm. Nee, da kommen wir nicht hin. Wahrscheinlich ist wirklich genau der Grund, warum wir da nämlich zurückkommen. Weil wir den ganzen Scheiß nämlich nochmal machen müssen. Ho! Dankeschön. So. Weil die Stelle, da haben wir schon genug Zeit verbracht. Die kennen wir zu Genüge. Ich muss nur kurz überlegen, wie habe ich das denn damals so mal gemacht? Schon zwei Aufnahmen her, hallo? So. Einmal an die Wand bitte. Ja, komm. Ja, los. Ja, halt so. Okay, wir können uns fallen lassen, kein Problem. Keine Panik auf der Titanic. So. Mal zu dem Gerät springen. So, wunderbar. Gab es hier einen Trick oder irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Nicht nochmal. Gut. Okay, ich... Einmal anvisieren und springen. Fupp. Wunderbar. Mal kurz überlegen. Wie war jetzt? Wie ging das jetzt weiter? Okay. Da kommen wir auch noch hoch. Ach ja, genau. Wir müssen ja ganz nach rechts. Habe ich vergessen. Mein Fehler. So. Den wollte ich einfach mal machen. Einfach, weil ich es kann. Nein, den kannte ich auch schon vorher. Das hat nichts mit dem Lösungsbuch zu tun. Der klappt nur manchmal nicht. Wenn man sich nicht genug hochzieht. Ich kann nicht, es ist aus Pappe. So, dann gehen wir mal einen Schritt nach rechts. Nein! Ich bin so ein... Oh Gott, bin ich... Oh Gott! Ich hab vergessen, den Knopf zu drücken. Ich sehe es jetzt auch gar nicht so schlimm an, dass ich jetzt Energie verloren habe, weil ich glaube, dass das Level vielleicht gleich zu Ende ist. Wenn wir da wieder angekommen sind, quasi. Ach Gott. Es ist so schlecht. Ach, ich hasse mich so ein bisschen auch dafür. So, wie war denn jetzt hier nochmal? Müssen wir rüber oder kann das weg? Ja, ich glaube, wir können da direkt so, ne? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Nein, wir können es nicht. Das Spiel akzeptiert es nicht. Okay, dann spring einmal rüber. Na, ich dachte, ich lande wenigstens wieder oben. Okay, wir müssen also wie auf jeden Fall auf die andere Seite. Ach Gott.
Es tut mir wirklich leid, dass ihr es nochmal mit ansehen müsst. Einfach nur, weil ich vergessen habe, E1 gedrückt zu halten. Geil, ne? So, das war aber. Ich darf mich nicht festhalten, sondern ich muss durchspringen. Genau. So, zack. Erledigt. Gleiches Spiel. Hui. Und zu guter Letzt. Supp. Und hopp. Den muss ich aber festhalten, genau. Guck, wir sind ja fast wieder oben. Ist das nicht toll? Es ist so schlecht von mir gewesen, nicht? Ich kann auch nichts anderes tun. Ich kann es auch nicht irgendwie beschönigen oder so. Es war einfach scheiße. Vor halb tot jetzt auch, ne? Wahrscheinlich passiert mir das gleich nochmal. Dann bin ich tot. Dann kann ich mich an der Kack nochmal machen. Geheimnis holen und so. Aber ey, wenn wir das Level jetzt so schaffen, dann haben wir ein Level mit allen Geheimnissen abgeschlossen. Ist das nicht geil? Ich find's gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Es gab doch hier nur 3 Stück, oder? Ganz ruhig, Braune. So, und gut, ich kann mich auch noch dran erinnern, bei dem Sprenggedöns, ne? Da war auch noch ein Stein, ein Geröll. Das sage ich jetzt. Wenn ich dann in 3 Minuten da bin, werde ich es eh wieder vergessen haben. Aber nur fürs Protokoll, ich denke jetzt gerade in dem Moment, denke ich noch dran. Ach komm, nerv mich nicht. So, und jetzt aber. Jetzt schaffen. Hallo. Jetzt aber, komm. Ja, dankeschön. Oh, Mund juckt. Maul jucken. So, erst E1 drücken, dann nach vorne zeigen, Dennis. Ja, ein bisschen ausrichten. Oh, die Räume. Gut, okay. Wären wir schon mal hier. Da können wir ganz normal laufen. Da rutschen wir nicht runter, auch wenn es so aussieht. Machen wir jetzt ganz, ganz, ganz vorsichtig. Ich habe keinen Bock, da nochmal hochzugehen. Echt nicht. Will ich einfach nicht. Jupp. Dankeschön. Die Schlange ist tot. Da kommen wir auch locker hin. Und. So. Okay, jetzt, wie war das jetzt nochmal? Ich glaube, das war irgendwie so leicht geneigt, ne? Wenn ich das aber nicht schaffe, kann das sein. Ist ja unangenehm. Scheiße. Ja, hab ich ja nochmal gemacht, ey. Fuck. Ich muss auf jeden Fall rückwärts rutschen. Das weiß ich. Okay. Nein! Ey, was ist denn dein Problem? Ach, Mann, ey. Ich bin doch extra nach rechts gesprungen. Mann, ey, ich. Boah. Ich hasse die Stelle, ich mag sie wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich war auf jeden Fall eher frontal, also entgegen. Oder frontal im Aufstieg. Ach, ist ja auch egal. Ändert ja jetzt auch nichts, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass das Spiel jetzt. Okay, ich habe mich wieder festgehalten, das war mein Fehler. Aber ich wollte mich festhalten. Ist jetzt nicht so, dass sich das Spiel sich dafür interessiert, was ich denke, ne? Und dass er sagt, ja, hast ja eigentlich recht, komm, weißt du was, ich bin mich jetzt dahin. Deswegen, sich jetzt darüber aufzuregen, das bringt nichts. Nein. Ich könnte höchstens mit meinem Gewissen dann vielleicht besser selbst vereinbaren. Aber ich denke, ich habe es eigentlich, also zumindest mit Gedanken gemacht, es hat aber einfach nicht gereicht. Deswegen tun wir uns den Weg nach oben doch einfach nochmal an. So, zack, dankeschön. Gut, aber noch bin ich auch ruhig, ne, weil es war jetzt der. Gut, beim ersten Fehlversuch, da war ich halt einfach selbst schuld. Das war mein Problem, ja. Jetzt gerade war ich höchstwahrscheinlich auch selbst schuld, weil das Spiel funktioniert ja einfach nur nach Regeln. Die ich aber da offensichtlich noch nicht so ganz begriffen habe. Aber hey, da denke ich, okay, ich habe zumindest den richtigen Ansatz gehabt. Komm dahin, komm dahin. So, dankeschön. Kann nicht wahr sein, kann echt nicht wahr sein. Ne? Nicht runterfallen. Lara, mach keinen Scheiß, echt. Ich habe schon einfach mal aus Reflex X gedrückt gehalten, ne? Für den Fall der Fälle, dass ich irgendwie außerhalb der. Fuck. Der Plattform landen sollte. Das war auch ziemlich gefährlich, weil wenn der rechte Arm, glaube ich, nicht an der Kante gewesen wäre, dann, ja, wäre ich wieder gefallen. Wieder einmal.
Ja, es wird schon.